Moin Leute, Pokal gegen Flensburg. Es lief gut, zumindest auch vom Ergebnis her. Ich fand es auch wichtig, dass Werder das Ding bis auf den Ausgleich kaum spannend gemacht hat, die Spielkontrolle über 90 Minuten hatte und schlussendlich auch hoch gewonnen hat. Wir haben ja einfach gesehen, dass sich nicht alle Bundesligisten und Zweitligisten, auch wenn sie weitergekommen sind, so leicht getan haben, siehe Bayern. Und wir haben halt auch gesehen, dass wir zuletzt 6-2 gegen eine Mannschaft verloren haben, die jetzt auch einfach mal Gladbach in Gladbach 5-0 rasiert hat. Soll die Niederlage in der Bundesliga nicht schönreden, aber hier ging es um den Pokal und hier haben wir halt einfach gezeigt, wir kippen nicht um nach einem Rückschlag und wir kommen wieder und das war wirklich wichtig zu sehen. Eine andere Sache, die ich einfach wirklich richtig, richtig hervorragend finde: Florian Kohfeldt hat so ein Feingefühl, so ein Fingerspitzengefühl für besondere Momente, wie zum Beispiel halt auch den mit Friedel, hat ihn in die Startelf beordert und ich finde halt auch einfach, dass es ein starkes und wichtiges Signal war, gerade an so einen jungen Spieler nach so einem richtig verkorksten Spiel, um einfach zu sagen, hey, du bist immer noch Teil des Teams, wir hacken das Spiel ab, ab jetzt geht's weiter und vergiss es oder lern draus und du bist auf jeden Fall jetzt nicht erstmal komplett weg vom Fenster. Psychologisch betrachtet, gerade für den Spieler, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Nummer. Und man hat halt auch einfach gesehen, Friedel hat sich am Anfang mit vielen einfachen Querpässen auch durch die hinteren Reihen einfach Sicherheit geholt. Beim Gegentor, gut, da sieht die defensive Grundordnung wieder nicht ganz so gut aus, da war er auch natürlich nicht ganz schuldlos. Man hat hier und da gemerkt, dass er auch natürlich noch ein bisschen verunsichert war, weil das Spiel ist halt auch einfach noch gar nicht so lange her. Aber ich glaube, es war ein gutes Spiel, um einfach mal wieder so ein bisschen Selbstvertrauen zu tanken. Auch die Aufstellung fand ich vollkommen in Ordnung. Pizarro, der sich da nochmal irgendwie als Abstauber zeigen konnte und vorne dann auch als Wandspieler aktiv war. Johannes Eggestein, der wirklich auch vor dem 1:0 wunderbar durchgesteckt hat, auch auf Theodor Gebre-Selassie, der es eigentlich schon machen muss. Und Augustinsson, der sich viel mit nach vorne eingeschaltet hat. Dann auch bei den Einwechselspielern Hanek, der wieder ein bisschen Selbstvertrauen tanken konnte mit 2 Toren, um das Ergebnis hinten nochmal so ein bisschen in die Höhe zu schrauben und dann auch nochmal alles so wirklich final zu beruhigen. Dann unser Pokalspieler Kainz, der auch vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit so ein bisschen aufgedreht hat. Das war, ja, es war halt insgesamt okay. Es war natürlich kein überragender Auftritt, jetzt weil wir da 5-1 gegen einen Viertligisten gewonnen haben. Aber es war halt einfach wirklich ein Auftritt, der, wie es Kommentatoren einfach gerne sagen, sehr seriös war. Das wollten wir sehen, das haben wir gesehen und ich glaube jetzt halt auch mit diesem Erfolgserlebnis gehen wir auch wieder ganz anders in das Spiel gegen die Mainzer am Wochenende. Denn im Pokal war es jetzt erstmal einfach wichtig, weiterzukommen, zu überwintern und in der Liga, da ist jetzt wieder so das Daily Business angesagt und ich hoffe halt auch einfach da, dass wir die richtigen Schlüsse aus dem Leverkusen-Spiel ziehen werden, dass wir den Schwung aus diesem Pokalspiel mitnehmen werden und dann einfach wieder eine komplett andere Bundesliga-Mannschaft von Werder sehen im Vergleich zum Vorspiel. Ansonsten seid ihr jetzt wieder an der Reihe, schreibt mir, wie ihr das Spiel fandet. Ich verbleibe mit besten Grüßen. Reingehauen, Leute. Ciao.